Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nightingale. Schön, dass ihr wieder mit reinschaut. Ja, ihr Lieben, weiter geht's. Wir sind frisch ausgeruht, haben gut gegessen. Heilsalben habe ich auch soweit alles hergestellt, was wir an Knochen hatten. Wir haben jetzt 19 Stück. Repariert ist die Ausrüstung auch einmal komplett. Ich würde sagen, wir sind so gut vorbereitet, wie wir vorbereitet sein können. Auf geht's, rein in den Turm der Fee und hoch auf die nächste Etage. Bin sehr gespannt, was auf uns wartet und wie viele Etagen der Turm wohl hat. Und ich hoffe, wir schaffen das. Wir kämpfen jetzt erstmal wieder mit der Axt weiter. Weil die halt deutlich weniger Ausdauer verbraucht und eine Ecke schneller ist. So. Das sieht schwer nach der nächsten Etage aus hier. Oh, warte mal, hier. Da britzelt es wieder in einer bestimmten Reihenfolge. Kann man von hier aber nicht alles sehen. Warte mal. Irgendwo hat es angefangen, aber nicht bei dem hier unten. Oh. Okay, sind alle rot geworden. Irgendwo hier oben fängt einer an, Leute. Und dann ist erst der hier dran. Das ist der zweite. Das ist der dritte. Au, ja, patapatapa, du. Autsch, Falle. Werden sie alle wieder rot. Fängt der an? Ist das der erste? Nee, das da oben ist, glaube ich, der erste. Ja, das da oben ist der erste. Wie kommt man da rüber? Wie kommt man da rüber? Wie soll man den bedienen, Leute? Ich habe die Schleuder nicht mit. Ne, müssten wir da drauf schießen. Das ist der erste. Das ist der letzte. Wie soll man denn an den rankommen? Puzzlechor. Wir können ja nichts machen. Wir müssen ja erstmal hier... Wie kommen wir an den ran? Gar nicht. Was kann man da unten machen? Was glitzert da? Ist das was Gefährliches? Müssen wir da reinlaufen? Kann man hier vielleicht irgendwas mit Spiegeln machen? Nimm erstmal das Schirmchen. Oder hätten wir hier, hätte ich die Dings mitnehmen müssen, die Schleuder. Hätten wir drauf schießen können. Hier geht es auf jeden Fall auf die nächste Etage dann hoch. Oder? Von der Seite sind wir raufgekommen. Naja, ja. Okay, dann wird es da auf die nächste Etage hochgehen. Was bist du? Okay, okay. Irgendwas hat uns auch nach vorne geschossen. Wo? Da hinten ist das Ding. Können wir es im Fliegen bedienen? Ja! Okay, wir haben den angeklickt. Jetzt den. Ah, wie cool. Man kann das also auch vom... aufpassen, Falle. So, warte mal. Dann der. Und dann der letzte da drüben. Du. Ah, ich bin runtergefallen. Komm, kletter hoch. Kletter rauf. Kann ich nicht springen von hier aus? Nee. Irgendwas war falsch. Mist. Mist. Irgendwas war falsch. Okay, wir kriegen Besuch. Wir kriegen einiges an Besuch. Die Krabbler. Okay, aber die geben uns ja auch nochmal hoffentlich Essenz ein bisschen. Der eine hat, glaube ich, schon welche fallen lassen da unten. Ausdauer. Au, Falle. Okay, die haben wir alle. Der hat sogar... Ah, die sind, die wir die ganze Zeit kriegen. K1 Essenz. Ich höre noch einen. Der krabbelt noch. Und da scheint, glaube ich, noch irgendwo einer zu sein, oder? Ich höre noch einen. Okay, wir müssen noch mal gucken. Ja, der hängt hier fest am Feuerchen. Ah! Oder ich habe zu früh gedrückt, weil die noch am Durchlaufen waren. So. Fängt es wieder von vorne an? Ich hoffe.
Ja, eins. Zwei. Drei. Ah, der da unten. Vier, fünf. Es sind fünf, nicht vier. Alles klar. Au, ah! Au, 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 au. Falle, Falle, Falle. An dem Ding, da war, wir standen sogar drauf. Wir hätten es schaffen können. So, warte, denk ans Schirmchen. Erstmal auf die Mitte. Dann hier hin. So, ich weiß nicht, dürfen wir mittendrin anfangen oder warten wir lieber, bis einmal durchgelaufen ist? So. Schirmchen. Ich hab's nicht gedrückt. Ich hab's nicht getroffen. Ah, Mist. Okay, aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich glaube, wir fangen... Ne, wir warten. Lass uns nochmal durchlaufen. Da muss aber auch klappen. So. Ja, den haben wir gedrückt. Alles klar. So. Das war der erste. Das ist der zweite. Zing. So. Falle, Vorsicht. Nummer 3 ist der da oben drauf. Aufpassen. So, Nummer 4 ist der da unten hängt. Das heißt, da müssen wir jetzt nochmal drauf springen. Diesmal mit Absicht. Sehr schön. Dann drück erst den. 4. 5. Ja, der ist richtig. So. Runter hier. Was? Nee, alles richtig. Was passiert? Nichts passiert. Wir können jetzt das Ding abholen in der Mitte da, ne? Ja. Und die Tür geht auf. Das war das Krachen gerade. Zack. Sehr cool. Noch ein Essenzbündel. Runter hier. Axt raus. Nächste. Oh, wir kommen oben raus. Wie cool. Ey, das ist alles so cool gemacht. Diese ganzen Gebäude. Das gefällt mir so, so gut. Vom Design. Er hat irgendwie was Ägyptisches halt alles so ein bisschen. Aber auch irgendwie was... Oh, was fantastisch ist. Aber er hat auf jeden Fall auch viel Ägyptisches. Ein bisschen... Oh, da ist wieder so einer. Okay, 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 okay. Kleiner strategischer Rückzug. Doch wieder Fallen auf dem Boden, ne? Ich will erstmal die einfachen haben, die lieber schneller umgehen können. Lass mich, oh, ich hänge an dem Vieh fest. Wow, oh, weg, 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 weg. Nimm eine Heilsalbe. Dafür haben wir sie gemacht. Sicher ist sicher. Die kann man aber ganz gut blocken. Solange wir noch ein bisschen Ausdauer haben, geht's. Oh, den habe ich versemmelt. Sieh auch bei den Viechern die Energie leisten gar nicht. Oh! Aufpassen. Weg, 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 weg. Sind aber auch so schnell. Wir haben noch eine Heilung. Und die weichen auch richtig gut aus. Okay, der ist gleich hin, der eine. Den haben wir. Ah, ich bin durch das Ding gelaufen. Oh nein! Irgendeine Giftseuche. Oh Gott. Lauf, 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 lauf. Nimm noch eine Salbe. Boah, eine Giftfalle auf dem Boden. Ranzig. Gibt das alles her? Was hier rum? Da nochmal. Oh, schön Barren hier. Da, wir haben es geschafft, glaube ich, Leute. Cool. Und guck mal die große Kiste da an. Einfacher Pflanztopf. Dann das hier und auf jeden Fall hier. Was kriegen wir hier? Ach hier, der synchrone Lotus. Magik pulsiert in diesem schmuckvollen Gegenstand. Ein Schimmern unterhalb der Oberfläche deutet darauf hin, dass es sich nicht bloß um eine einfache Christbaumkugel handelt. Der geheimnisvolle Fee-Ursprung sorgt für eine Macht, die normalerweise außerhalb der Reichweite der Sterblichen liegt. Klingt wie was, was wir haben wollen. Oh, guck mal, da kommt sogar Puck. What's this? Intrepid Fleshling. Claiming bounty from atop the long forgotten obelisks of fairer folk.
Nee, haben wir nicht so wirklich. Of what thou holdest cupped in mortal mitts. The synchronous lotus is no simple bauble, but a potent fay bijou, filled to bursting with a mere sliver of the realm's magic. It is the scavenged foundation upon which your kind so often builds their fanciful toys. Forget not that it was we who bestowed magic unto man. Without such generosity, what might the children of Earth have been reduced to? Though, even with my kin absent, there is great danger in plucking our pelf while foregoing reciprocity. What luck we two are friends, that I may beteem this boon unto you. And, since you now possess the means to power it, I have another gift to grant. One more of Robin's favors parceled. The means to construct a portal of one's own. In eons past, portals were notoriously taxing and toilsome for humans to conceive and maintain. However, in the turmoil following the calamity, I chanced upon a newfangled arch design that dares to make elementary what was once unattainable. You need only seek the materials required to raise this crude apparatus and place the lotus therein. Erecting it will create a contract with this realm's spirits to tame the interrealmic lacuna. Use it well, realm walker, that you may yet catch the flown nightingale. Boah, wie cool ist das denn bitte? Wir können uns ein eigenes Portal noch selber aufstellen. Und dann die Welt, auf der wir es aufstellen, beeinflussen, beanspruchen, irgendwie so ähnlich. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. So, wie kommen wir jetzt hier ganz runter wieder? Hier, ne? Es hat sich sowas von gelohnt, schon hier reinzugehen in diesen Turm. Moment, jetzt können wir mal auf die Karte gucken, ne? Oh, es hat sich sowas von gelohnt, den Turm zu betreten. Guck mal, wir sehen wirklich alles, ne? Hier, und da ist dieser komische Wolf, der die ganze Zeit hier rumschleicht. Das hatten wir abgeschlossen. Sehr, 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 sehr cool. Okay, dann ziehen wir los, Leute. Gehen wir erst nach oben und dann nach unten. Machen wir, glaube ich. Oh, das hört sich sehr, sehr interessant an. So, warte mal, wo war denn eigentlich der gute Ortega? Der gute Aurelio stand... Wo stand denn der? Ach nee, der war ganz da hinten, ne? Das ist eine ganze... Boah, ist hier viel in der Nähe bei dem. Nee, wir machen der Reihe nach, Leute. Vorsicht, nicht wieder eine Falle latschen jetzt hier. Erstmal raus hier, raus hier, raus hier. So. Was machen wir in unserem Lager? Das lassen wir diesmal hier stehen. Da ist der Riesengeisterelch wieder. Ich will hier raus. Der hört sich wieder... Der kommt hier auch langgestapft. Jetzt weg hier. Ja. Wir sind schon weg. Alles gut. Wir wollen gar nichts. Wir wollen nur eine Kleinigkeit essen. Mal schnell. So. Hau dir das mal rein. Das... Er macht über. Er schüttelt auf jeden Fall den Kopf. Ich glaube, er findet das nicht gut, dass wir da ein Zelt gebaut haben. Keine Ahnung. Wir gehen weg. Karte an. Falsche Richtung. Wir wollen eigentlich da hoch, ne? Eigentlich da drüben müssen wir. Wirklich, wie er den Kopf schüttelt. Das hört sich auf jeden Fall nicht friedlich an, das Grunzen. Dasselbe wie letzte Folge. Da hat er auch so rumgegrunzt. Wir bleiben mal lieber auf Abstand. Das da müsste es sein. Ja, da ist auch ein rotes Licht an. Das wirkt auf der Karte immer so weit weg. Aber da weiß das gar nicht so weit. Das sieht immer nach weiten Entfernungen aus. Aber das ist ja nur ein Steinwurf von hier. So, okay. Dann hier hin. Hier müssen wir ja wieder einfach nur Viecher besiegen. Da rennen erstmal schon Viecher rum. So, da kommen sie. Granatwerfer.
Sehr schön, den haben wir schon mal. Und der, das fiel wieder. Den haben wir auch gut erwischt. Okay, kurzes Päuschen. Nimm mal einen Hammer raus für die einfachen Viecher. Die haut es dann wenigstens gleich um. So, sehr schön. Einmal alles schnappen. Hat schon gereicht, die kleine Truppe. Sehr schön, wir schalten die nächsten Sachen frei. Wahrscheinlich auch eine Menge von dem, was wir beim Händler bekommen können hier. Oder halt Verzauberung. So, was haben wir jetzt hier? Gunst des aufsteigenden Vermögens. Letztes Mal die Gunst des... Ich glaube, es war jedes Mal bis jetzt Gunst des Durchhaltevermögens, ne? So, Schirmchen raus. Das heißt, wir wissen jetzt, hier oben kommt nichts mehr. Dann können wir zurück in die andere Richtung. Ich wollte sagen, hier, das ist, glaube ich, das, was da oben das Geräusch macht, ne? Der Edelstein da. Ja, alles klar. Okay, gehen wir weiter. Ach, guck mal, normale Dings gibt es hier aber auch. Normale Rehe. So, das war jetzt der große Turm, ne? Oh, ich habe mich gerade ganz kurz vor unserem eigenen Zelt erschrocken. Ich dachte, was steht denn da? Herrlich. Kurz mal eben vor dem einfachen eigenen Zelt erschrocken. Die Frage ist jetzt auch, wie viel müssen wir in dieser Welt hier aufbauen? Oh, Wildschweine. Weil, weil wir auf jeden Fall diese Welt, also wenn wir hier rausgehen aus der Welt, ist sie weg. Wir haben ja unsere Hauptwelt, die mit der Schwebekarte. Und wenn wir eine neue Hauptwelt haben wollen oder umziehen wollen irgendwann mal, was wir auf jeden Fall machen werden, müssen wir ja... Also wieder, wenn ich das alles richtig verstanden habe am Anfang, was Puck uns da erzählt, aber ich meine, das war schon so. Er hat gesagt, es befindet sich in der Schwebe, so wie wir. Und nur mit der Schwebekarte ist die Welt dauerhaft. So, ein Schweinchen ist doch noch über, ne? Naja, es kommt gleich angestürmt mit Sicherheit. Ich höre es doch schon, da ist es schon. Okay, machen aber nicht so viel Schaden. Können wir ruhig mit dem Messer weitermachen. Zack. Weil, ne, dann lohnt sich hier auf jeden Fall nicht eine Basis richtig groß aufzuziehen. Vielleicht ein kleines Häuschen mit einer Vierer Grundfläche, wo wir dann vielleicht ein paar Werkbänke aufstellen, wenn wir hier was brauchen sollten. Falls wir hier was herstellen müssen oder so. Oder noch was herstellen wollen, wie auch immer. Reparieren mal alles. Lagern können wir hier auf jeden Fall nichts, das lohnt sich nicht. Wir müssen halt alles, was wir mitnehmen wollen, müssen wir in unseren Taschen mitnehmen. Sind wir auf dem richtigen Weg? Ja, hier, das ist alles noch nicht abgeschlossen. Das hatten wir geschafft. Die hier sind zwei, die haben wir nicht. Genau jetzt fängt es an zu hageln. Au, ah nee, nicht das. Hier, nehmen die Axt raus. Mit der Axt drauf. Die sind aber aggressiv, die Viecher. Die sind fast aggressiver als die Wölfe, würde ich sagen. Die Wildschweine. Aber kommt ja auch hin. Echt sind Wildschweine auf jeden Fall auch ein bisschen... Naja, wenn man zu nah rankommt, wenn sie, was weiß ich jetzt, wenn sie Frischlinge haben oder so, dann kann es schon übel werden. Ansonsten hauen die ja auch ab. Aber Wölfe hauen eigentlich immer ab. Deswegen würde ich sagen, Wildschweine sind echt auch aggressiver als Wölfe. Aber hier sind sie super aggressiv. Okay, wir sind aber auch genau reingestolpert. Aber ist egal, wir kriegen ja, guck mal, wir kriegen wirklich auch einiges an Essenz von denen. Müssen gleich mal gucken, wie viel wir schon wieder haben. Weil bevor wir hier aus der Welt dann rausgehen, gehen wir auf jeden Fall nochmal einkaufen beim Essenzhändler hier. Mal sehen, was wir dann noch kaufen können. Weil wir schalten... Oh, halt, nee, mach den Schirm raus. Weil wir schalten ja auch eine Menge hier an diesen Dingern hier frei, an diesen Punkten. Oh, das ist nochmal so eine große Dings hier. Da ist schon wieder das Geistervieh. Geisterwendigo. Oh ja. Mit den ganzen Bodenfallen nochmal. Okay. Das war auch nicht ohne. Besonders wenn die Viecher die Kacke schmeißen hier. Ah, ich bin doch reingelatscht. Wollte ich gar nicht. Dachte, ich komme dran vorbei. Boah, hier sind noch mehr Fallen. Gefühlt. Komm, hau drauf da jetzt. Ich treffe sie nicht. Ich treffe nur das volle Holzgestell. So, regeneriere die Ausdauer. Genau das ist die blöde Falle. Sehr schön, den haben wir erwischt. Den auch.
So. Weil wir wissen ja schon, hier kommen mehrere Wellen. Ne? Zwei waren es oder sogar drei. Aufpassen. Okay, die haben wir alle. Dann brauchen wir die Bombenwerfer. Die rennen ja wieder über die Fallen. Kommt, zwingen wir ihm einen mit dem Hammer. Und noch einen. Sehr schön. Okay, läuft aber ganz okay. Warte mal, ist hier wieder eine Falle auf dem Flur? Natürlich. Ich glaube, dasselbe Layout wie beim letzten Mal eigentlich, doch. Nein. Ah. Sehr schön. Hat uns vorbeigeworfen. Den haben wir auch. Okay, Schatzkisten hatten wir auch wieder da drin. Warte mal, dann ist doch auch oben wieder eine Wand zum Aufklopfen bestimmt, ne? Müssen wir alles mitnehmen. Warten wir erstmal auf die zweite Welle. Kommt eine zweite Welle? Sammeln wir nochmal alles ein hier. Kommt mit Sicherheit eine. Ich... War das einer von diesen Hirschen oder hatte einer... Oh, Moment, ist das doch schon erledigt? War, hier steht noch eins, ist nicht abgeschlossen. Okay, jetzt haben wir es. Beides abgeschlossen. Das war das, wo wir gekämpft haben. Das ist das letzte Folge war hier aber kein Symbol angezeigt. Okay, das haben wir schon gemacht. Das ist schon das. Super. Alles klar, weiter geht's. Ja, dann gehen wir hier runter in die Richtung, ne? Ungefähr so müsste passen, dem Schirmchen raus. Bisschen weiter rüber noch. Egal, gab trotzdem nochmal ein bisschen Essenz für die eine Truppe da. Da sind Wölfe, ne? Ja, ja. Umlaufen wir mal ein Stück. Ich glaube, da oben drauf ist was. Hier haben wir Zinn. Das war das... Oh, warte mal, was ist das? Das war das Quarzit, meine ich. Ja, das war das Quarziterz. Auf jeden Fall gucken, wenn wir irgendwie neue Erze sehen, dass wir da auf jeden Fall mal draufhauen. Um zu gucken, was wir da haben. Hier haben wir Wölfe. Und das ist genau das, was noch nicht abgeschlossen ist auch. So, da kommen die. Hämmerchen. Nee, dann lass die Axt lieber, wenn sie Wölfe mit einmischen. Oder hauen die ab? Das war der Erste. Mist, da ist wieder so ein Bombenwerfer. Den holen wir erstmal gleich. Bleibst du hier? Mitten reingelaufen. Oh. Nein, er schmeißt sich genau vor die Füße. Haben wir ihn erwischt? Ich glaube schon. Nee, der wirft noch. Da hinten ist aber Treppe. Oder ist das ein anderer? Nee, das ist er. Angeschlagen. Haben ihn. Alles klar. Truhe haben wir hier keine. Die sind angesprochen kommen mit ihren roten Augen. Ja, okay. Erstmal kurz auftanken. Ausdauer ein bisschen. Weil Blocken halt auch so viel kostet. Wenn man die Axt nur hochhalten zum Blocken, kostet schon Ausdauer. Hat sich gut angehört. Ja, haben wir. Befreit. Kurz nochmal gucken hier, bevor wir das Ding holen. Oh, da sind die Wölfe. Da ist der andere. Und da ist der dritte. Okay. Zack, die haben wir auch. Mehr sind's nicht. Wir haben wir schon eine super Ausbeute jetzt hier auch auf diesem Ausflug in diese Welt an Fleisch und Fell und Knochen. Also wir können jede Menge Heilsalbe herstellen, Leder, wir können die Tierfasern richtig schön produzieren, wir können die Riemen machen und dann hoffentlich auch bessere Ausrüstung. Vielleicht hätten wir zu Hause auch mal das ausprobieren sollen mit dem Schaft, dass wir uns mal einen Schaft hergestellt hätten, um zu gucken, ob wir dadurch vielleicht dann neue Baupläne freigeschaltet hätten. Aber okay, können wir ja alles noch machen. So, gibt es hier noch irgendwo eine Schatzkiste? Hier nicht. Da drüben waren wir auch schon. Alles klar, dann holen wir das hier. Mal sehen, was wir kriegen. Wir kriegen... Seltsamer Krug. Schön, dass wir auf jeden Fall von den Rezepten lernen, die es hier auch zu kaufen gibt. So, das können wir mal extrahieren, die Faser. Was haben wir hier gefunden? Klinge. Guck. Ah, das ist... Nee, das ist ein Bauteil, ne?
Guck mal, da jetzt dafür den Schaft dann zum Beispiel bauen. Vielleicht können wir uns dann ein Schwert machen. Extrahier mal das. So, was schleppen wir sonst noch rum? Die Sachen behalten wir. Das behalten wir alles. Wo zeige ich da unten? Wow, wir sind schon echt schwer beladen. So. Okay, und jetzt hier rüber. Kleines Stück in die Richtung nur. Müssten wir eigentlich auch schon wieder fast sehen können. Ja, da oben leuchtet es doch schon blau. Das ist ja jetzt wieder nur so ein Rätsel. Hier müssen wir nicht kämpfen. Hier müssen wir gucken, was wir machen müssen. Ah, okay, wir haben wieder Dinger, die Geräusche machen. Da oben hängen welche dran. Eins. Ich höre Wildschweine. Oh, da sind ja wirklich mal Frischlinge dabei. Eins, zwei. Der dritte war der, ne? Sind nur drei. Ah, wir brauchen die Kletterpickel, Leute. Kannst du dich hier so hochziehen? Nee. Ah, wir brauchen die Kletterpickel. Aber okay, warte mal ganz kurz. Die einfache Dings hier, können wir die nicht einfach auf den Boden stellen? Wie so ein... Halt wie den Schlafsack. Hier, Grundlagen. Wie das, oder wie das Lagerfeuer. Wir brauchen nur die einfache Werkbank, ne? Ja, guck mal. Hau die mal hier hin. Okay. Weil, die müssen wir doch eigentlich bauen können, die Kletterpickel. Die waren noch nicht so kompliziert zu bauen. Meine ich. Wir bauen erstmal die Werkbank fertig, dann wissen wir es. So. Wir hauen mal die auf den Boden, das geht am schnellsten. Kommt zwar nicht so viel Holz raus, aber es geht schön schnell. Weil das, da, sonst kommen wir da nicht hoch, ne? Ah! Angriff der Wildschweine! Erst haben sie noch gewartet, dann kommen sie noch angestürmt. Haben erst noch ganz friedlich getan. Ja, komm, holen wir uns auch noch. Ah, ich die Kletterpickel also mitnehmen beim nächsten Ausflug. Egal wohin es geht, Kletterpickel einpacken. Oder die Schleuder. Vielleicht kann man die Dinger ja auch wirklich anschießen. So, fehlen noch drei. Wir hauen mal so einen hier oben. Da müssen doch schon auch drei rauskommen. Und die hier können wir doch mal schnell klein machen. Zack, da sind doch schon drei drin, allein in dem. So, Rest haben wir auch. Wir brauchen noch ein paar Stöcke und Faser war es, glaube ich, ne? Was essen kannst du nebenbei auch gleich nochmal. Ist schon richtig. So, zack. Also zumindest das kleine Stück auf die Mauer kommt, dann können wir vielleicht in die Mitte springen und von da dann mit dem Schirm wieder ranhüpfen. So, zweimal haben wir alles. Ja. Kletterpickel kostete nur Steinblock, Holz, Riemen. Wir haben keine Riemen. Das heißt, wir müssen auch noch das Gerbgestell kurz aufstellen. Können wir das auch draußen aufstellen? Ich hoffe ja nicht, dass er sagt, das braucht ein Haus. Nee, das kann auch alles draußen stehen. Sehr, sehr cool. Okay, ist auch gleich fertig. Sehr schön. Dann stell mal zwei brauchen wir, ne? Stell mal zwei Riemen her. Zwei brauchten wir, ne? Ja. Und dann holen wir noch kurz einen Steinblock. Hier ist doch schon einer. Sehr cool. Ging doch einfach genug, den herzustellen. Oder die Kletterpickel herzustellen. So, einer war schon fertig, ne? Na egal, wir warten, bis beide fertig sind. Vorher können wir sie eh nicht einsammeln. Okay, super. Hier ist ruhig nochmal was. Ja, sehr schön. So, einmal alles reparieren. Alles, was man... Achso, lass mal in der Tasche, bevor es wegschmeißt, erstmal bauen, die Kletterpickel. Dann kannst du den Rest wegschmeißen. Alles klar. Automatisch füllen. Einmal herstellen. Das reißen wir diesmal aber schon wieder ab hier. Zack. Gib die Sachen her, machen wir zu Essenz. Da warten wir kurz. So, jetzt können wir das aber... Ja, extrahieren. Das auf jeden Fall. Nicht aus Versehen, dass den Lotus hier. So, extrahiert das. Und Holzbündel auf jeden Fall auch.
So. Den Rest müssen wir behalten. Alles klar, Kletterpickel her. Die auch kurz kaputt machen. Aufheben und zerlegen. So. Her damit. Da kriegen wir wirklich aber nur die Standard-Essenz raus, ne? Nicht die bessere. Wir können ja mal gucken, hier wegen Essenzen wir haben. Aber schon 298 von der K1-Essenz. Ich würde sagen, das ist nicht schlecht. Weltenkarten haben wir auch schon einige gefunden hier, ne? Die müssen wir dann auch mal ausprobieren, bei uns zu Hause in der Heimatwelt. Oder wenn wir nochmal auf Reisen gehen, dann je nachdem. So, oh, jetzt höre ich auch schon wieder Wölfe hier. Kletterpickel. Was sind das für Geräusche hier, sag mal? Kletterpickel auf die... Achso, Moment, machen wir das komische Menü aus hier, das Baumenü, sonst sehen wir nichts. Kletterpickel machen wir jetzt mal hier auf die... Hier, wo die... Wo das Messer ist. So. Schwebende Kerzen. Öfter mal was Neues. Was haben wir da? Einfach nur ein Sandstein. Okay, extrahieren. So, dann einmal hier rauf, wenn es geht. Und dann hochziehen oben. Ja, cool. So, hopp. Hopp. Äpp. So. Die Frage ist, können wir ranspringen und der hält sich mit den Kletterpickeln fest? Wenn man nochmal drückt, dann ja. Wir schaffen es aber. Zittrig, aber wir sind oben. Okay. So, warte mal. Das war der erste, das war der zweite und der im Turm ist der dritte, ne? Da könnten wir jetzt schon wieder mit dem Schirmchen rüberfliegen. Warte mal, wir machen die lieber mal da, wo die Sichel ist, weil das Messer brauchen wir doch öfter, um die Tiere mal gleich erwischen zu können. Also abbauen zu können. So, Messerchen raus. Schirmchen raus. Und nochmal gucken. Der fängt an, ne? Hallo? Ja. Okay, der, dann der. Nee, warte, es ist ein anderer, den man vorher hört. Okay, dann der, dann erst der im Turm. Weil ich höre es nur dreimal insgesamt. Es sind anscheinend nur, es sind nur drei Dinger, ne? Nochmal lauschen. Einmal. Ein zweites Geräusch. Ein dritter. Fertig. Ja, es sind drei. Das heißt, der, dann der im Turm und dann der. Alles klar. Also dann. Rüber nach hier. Den aktivieren. Der im Turm steht da unten, ne? Na gut. Oh, abgeprallt. Mist. Okay, nochmal. Prallt er so von der Wand ab. Zack. Also, lass mal kurz ausruhen. Dann rauf hier. Hopp, hopp, hopp. Vielleicht wäre das eine gute Welt, um diese Schwerkraftkarte zu spielen. Müssen wir mal gucken, gibt es auf der Karte diesen... Ist hier irgendwo der Transmuter markiert? Gibt es hier auch einen? Hier ist noch ein... Moment, heißen die Dinger nicht sonst einfach nur Portal und nicht Fee-Portal? Ne, die heißen immer Fee-Portal, okay. Hilfe nicht entdeckt. Ne, hier gibt es keinen, ne? Hier gibt es keinen... Nee. Ah, okay. Hier könnten wir keine Karte ausspielen. Okay, dann muss es so gehen. Alles klar, jetzt nochmal ranspringen. Sofort Leertaste. Alles klar, dann geht's. So, den haben wir schon gedrückt. Das bleibt also gespeichert. Das ist cool. Aber wir müssen trotzdem darüber, um von da auf die andere Seite vom... Oder würden wir es hier rüber schaffen? Mit viel Anlauf. Sind wir schon mal hier oben? Kommen wir von hier leichter runter? Nee, nicht wirklich, ne? Na gut. Können wir hier draußen lang? Ganz vorsichtig, ja. Okay, wir dürfen nicht zu früh, zu nah an den, boah, an den Turm ran, sonst prallen wir ab. Fliegt so ein kleiner Bogen. Ja! Zwei. Nochmal hochkraxeln. Dann haben wir's.
Auf den, an den, den wir jetzt noch brauchen, kommen wir ja leicht rangesprungen. Hopp, hepp. Was macht Laune, Leute? Kleine Hüpfpassagen zwischendrin, die lockern auch so ein bisschen auf hier, wenn man die ganze Zeit von Viechern angegriffen wird. So, da sind wir ja eben so rübergekommen, aber wir nehmen trotzdem zur Sicherheit das Schirmchen in die Hand. Zack, und den letzten. Ja, hat gezählt. Super. Wir kriegen Amphibienkarte. Das klingt interessant, das will ich gleich mal durchlesen. Amphibienkarte. Oh, die ist nicht hier dabei. Und das hier, müssen wir das aufbrechen? Ja, müssen wir. Hm, ist das dann eine so wie eine Waldkarte oder eine größere Karte? Das können wir hier jetzt noch machen. Er hat irgendwo eine Tür aufgemacht. Oben am Turm war was, das sah wie eine Tür aus. Da. Aha. Okay, da gucken wir rein. Müssen wir aber schnell sein. So, drauftreten und gleich loslaufen. Fällt die dann wieder gleich zu? Nee, die geht auf erstmal komplett. Das heißt, wir müssen... Können wir nicht hier direkt einfach rauf? Ohne, dass wir die Kletterpickel brauchen? Ja, ne? Zack. Okay, von hier schaffen wir es nicht. Dann geht sie jetzt schon wieder langsam zu. Okay, wir müssen hier rauf. Wir probieren das mal von der Seite jetzt, wenn wir da hochklettern. So, rauf. Tür geht auf. Wir flitzen hier raus. Rauf hier. Rauf hier. Rauf, rauf, rauf. Rauf. Rauf mit dir. Rauf. Schirmchen musst du vorher in der Hand haben. Anlauf. Ah, nicht geschafft. Ein bisschen mehr Anlauf vielleicht. Oder von hier? Kann man hier... da klettert er da nicht rauf, ne? Doch. Da hält er sich fest. Aber oben an der Kante hat er sich nicht festgehalten. Probieren wir nochmal. Könnte man da vielleicht was drauflegen? So ein Stein würde das gehen. Ob wir liegen ja schon halb drauf, die Klötze, die da liegen, die Steinblöcke. So, rauf. Ganz nach hinten. Ah, oh, ja, ich bin nicht gesprungen. Ah, kannst du nochmal drauf treten. Geht's wieder auf? Ja, geht dann gleich wieder auf. So, nochmal. Das hätte geklappt, Leute. Ich hätte nur abspringen müssen. Wir wären rübergekommen, mit Sicherheit. Und dann schnell rein. Dann kommen wir nur nicht wieder raus. Haben wir uns eingesperrt. Oh, er hält sich da oben nicht fest an der Ecke. Warum nicht? Sauerei. Einen Versuch machen wir noch. Wenn es dann nicht geht, dann lassen wir es. Komm, rauf. Rauf. Wir sind drüben. Rein, 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 duck dich. Wollte ich... Oh. Ich kann... Ich hätte irgendwas nehmen können, glaube ich, direkt von hier, ohne dass wir reingehen hätten müssen. Ach, keine Ahnung. Da war irgendwie eine Kapuzenpellerine. Meine ich, das vom Symbol her. Okay, einmal machen wir noch. Das hat so gut geklappt. Einmal machen wir noch. Hopp. Ich darf nicht auf die Ecke springen. Ich muss gerade rüberspringen. Dann bleibt, dann kommen wir oben drauf. So. Oh, nee. Au, das hat weh getan. Autsch. Ah, aua, aua, aua. Okay. So viel zu einen machen wir noch. Einen machen wir jetzt noch. Weil, und dann vielleicht noch einen. Weil das hat geklappt, Leute. Wir waren drüben. Wir hätten irgendwas machen können. Ich kann da nicht rein. Wir hätten das direkt hier direkt E drücken müssen oder so, um das zu nehmen. Ja, wir sind wieder drüben. Ran, ran, ran. Doch, ich kann rein. Warum konnte ich denn eben nicht rein? Jetzt sind wir eingesperrt, oder wie tatsächlich? Nee, das kann nicht sein. Wir können doch jetzt nicht eingesperrt sein hier drin, oder? Das wäre ja lustig. Warte mal, gib mal die Spitzhacke raus. Kannst du den Boden kaputt machen? Nee. Die Wand? Nee. Hätte ich jetzt nicht mehr reinlaufen dürfen, sind wir jetzt eingesperrt. Das wäre echt schlecht, Leute, weil wir kommen hier dann nicht mehr raus, ne? Hier
Jetzt sind wir uns hier wirklich jetzt eingesperrt. Oh, ich war auf C, deswegen war hier eine Kapuzenpelerine angezeigt. Aber es kann nicht sein, dass man sich irgendwo einsperren kann. Hm. Das kann doch nicht sein, dass man sich selber in dem Spiel jetzt hier einsperren kann. Aber es sieht so aus, Leute, wir haben uns selber eingesperrt. Wie komme ich nicht mehr raus? Das finde ich dann aber schlecht, Alter. Das, also ganz ehrlich, das finde ich ganz, ganz schlecht. Also, alter Verwalter, finde ich das schlecht. Ich meine, es ist ja ein Multiplayer-Spiel. Ja, aber die können ja jetzt nicht ein System machen, wo sie sagen, ja, das schafft, also das, da muss man sich eben, muss man eben zu zweit sein, damit ihn einer wieder befreit. Aber wir können hier nichts machen. Das ist die Spitzhacke, die wir haben. Wir können hier keine Wand einschlagen, auch nicht mit dem Hämmerchen. Nee. Einzige Möglichkeit wäre, uns hier raus zu teleportieren. Aber dann ist die Welt verloren. Weil wir können nicht aktiv ein Spiel laden, oder? Ich stecke fest, können wir machen. Ah! Okay, ich nehme alles zurück. Ist okay, dann können wir so einen Mechanismus machen für mehr Spieler von mir aus, wenn er die Möglichkeit dem Einzelspieler gibt, wieder rauszukommen. Boah, ist das eine fiese Lichtstimmung gerade. Bisschen beängstigend. So, alles klar. Wir hatten uns trotzdem kurz mal selbst eingesperrt. Wir gehen in die Richtung weiter. In die Richtung gehen wir weiter. Ah, cool. Hat sich trotzdem gelohnt, da mal zu gucken. Aber irgendwie auch doof, dass da jetzt nichts drin war, ne? Da haben wir schon wieder einen Wolf. Da haben wir ein paar Wölfe da unten. So, lass mal gucken. Ja, wir müssen da drüben rüber. Dahin. Boah, das... Das sieht aber wirklich mal beunruhigend fies aus, aber irgendwie auch total cool. Auch mit dem Wasser hier unten drunter. Wie sich das alles spiegelt da drin, passend dazu. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Passen jetzt mit dem, also passen jetzt für die Stimmung halt. Natürlich spiegelt es sich, passt zu dem, was wir da sehen. Ah, herrlich. Hört nicht zu. Hört am besten gar nicht zu. So, weiter geht's. Oh, ihr Lieben, aber nicht mehr viel. Wir sind ja schon wieder, ich habe die Zeit beim Spielen jetzt völlig vergessen. Wir sind schon wieder auf dem Weg zu einer direkten XXL-Folge. Das heißt, ich würde sagen, hier müssen wir wieder so ein paar Elfenglyphen aktivieren, wie beim letzten Mal. Wir haben wieder ein paar Öhrlichter, die jetzt hier in der Lichtstimmung besonders cool aussehen. Aber ihr Lieben, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir bauen uns hier noch kurz ein Lager auf zusammen. Wir brauchen ja wieder nur... jetzt können wir die Dinger mal wieder wegpacken. Hier Kletterpickel raus. Und hier ausrüsten. Die Sichel raus. Dass wir uns schnell wieder ein Zelt hochzimmern. Und einen Schlafsack. Aber das reicht ja eigentlich bis jetzt. Geht ja ganz gut. Die Dings haben wir jetzt nur gebraucht, weil ich da ja unbedingt hoch wollte jetzt eben. Sonst hätte man die Kletterpickel jetzt bis jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. So. Die können wir nicht abbauen, okay. Keine Ausdauer. Ja, wir sind ja schon dabei. Sieht sehr, sehr cool aus. Und es spiegelt sich passend. Wisst ihr Bescheid. So, wow, wir haben auch gleich ein paar Steinchen, ne? Sehr schön. So, und dann bauen wir uns hier vorne hoffentlich jetzt ein Zelt auf. Dürfen wir hier eins hinstellen? Ja, dürfen wir. Ein bisschen weiter weg. Hier unten. Ja, so. Reicht. Zelt. Wir können auch dann bestimmt gleich wieder neue Heilsalbe machen. Wir haben ja schon wieder einiges an Knochen gesammelt. Lagerfeuer. Das ist irgendwie echt beunruhigend. Ich glaube, da kommt irgendwas. Da kommen sie. Die Viecher. Die Viecher kommen. Da sind sie. Weil es Nacht ist. Da kommt sogar so einer von der Sorte. Wir sind nicht ausgeruht, haben nicht mal einen Schlafsack gebaut. Und die werfen uns Bomben in die Ohren.
Nimm die Axt raus. Wir haben nicht genug Ausdauer für so ein Manöver mit dem Hämmerchen jetzt hier. Oh, oh, raus, raus. Okay, so viel dazu. Es wird keine XL-Folge, aber wenn wir jetzt auch noch überfallen werden hier im Dunkeln. Oah! Wow! Ja, weil wir keine Dings haben. Weil wir keine Ausdauer haben. Ist so ein hier. Weil wir nicht ausgeruht sind, haben wir keine Lebensenergie. Boah. Schnell, wir müssen hier auf Ausruhen. Ausruhen, Ausruhen ist ganz oben hier. Zumindest mal kurz platzieren. Vielleicht können die nicht zu uns hier ran ans Lagerfeuer. Machen Feuer an. Die können zu uns ans Lagerfeuer. Oh, er ist durchgelaufen. Das ist erfreulich. Die anderen sind aber auch noch alle da. Nimm noch eine Heilsalbe. Boah. Aufpassen, wenn uns nochmal so eine Bombe erwischt, direkt, dann sind wir aber sowas von Fritte. Oder wenn der Typ uns erwischt. Boah, die jagen unser Zelt aber sowas von in die Luft. Wow, 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 wow. Huhuhuhuhu. So, hier. Einen haben wir. Den zweiten müssen wir auch noch sofort erwischen, bevor der hier wieder anfängt rumzuschmeißen. Wir haben ihn, wir haben ihn. Oh, jetzt nicht keine Lags jetzt hier. Komm schon, mach keinen Mist. Boah, aber sowas von Todeslag. Den haben wir gleich, den ersten von den ganz üblen. Okay. Okay. Komm, hau drauf. Haben wir. Die ziehen sich zurück. Die haben unsere ganze Bude auseinandergenommen. Eieieiei, ich sammle den ganzen Krempel gleich wieder ein. Ich glaube, die kommen aber gleich wieder. Ja, ja, die kommen schon wieder. Ist nochmal was. Ist auch noch mal was von dem anderen Zeug. Schnell essen, essen, essen. Ja, die beiden hören nicht auf. Nimm die Axt raus. Okay. Der eine ist auch schon fast hin von den beiden. Den haben wir. Jetzt den noch. Ja. Boah, wir haben sie alle erwischt. Mann, oh Mann, oh Mann. Ist das hier der Blutmond oder was? Aus... Seven Days to Die. Die Blutmondnacht. Okay. Übel. Da machen wir auch mal ein Foto von jetzt hier. So viel Zeit muss sein. Nimm die Axt mal runter. Nimm mal das Essen weg. Okay. Reicht. Jetzt ziehen wir ganz schnell eine Bude hoch. Können wir das Ding erstmal so hinlegen? Ja, komm. Leg erstmal sofort einen Schlafsack hin. Ist egal. Die Reihenfolge jetzt. Dann. Hier. Lagerfeuerchen, dahin. Irgendwie so. Zack. Okay. Zelt drüber. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war aber richtig gefährlich zwischendrin. So, uns ist auch kalt. Reicht nicht für alles hier. Reicht nicht mal für irgendwas. Doch fürs Feuerchen reicht's. Schmeiß ein bisschen was davon rein. Anzünden. Was fehlt hier jetzt? Zeigt er uns nicht an. Achso, wir standen drin. Deswegen ging's nicht. Oh, da haben wir fertig. Der ist leichter Server-Lag. Sieht so aus. Wir haben es, glaube ich, fertig gebaut. Uff. Ich kann es auf jeden Fall nicht abbauen. Drück mal X. Kannst du wegnehmen? Ja, irgendwie ist es nicht fertig geworden. Wir bauen das nochmal. Schlafsack. Boah, was war übel. Aber wir haben es geschafft, Leute. Das war schon nicht ohne. Es fehlt noch irgendwas. Wahrscheinlich ein paar Fasern. Oder ein paar Stöcke.
Oder beides im Zweifel. Wir holen alles, beides. Ich höre schon wieder Viecher. Komm, jetzt sammeln hier den Kram auf. Hau da einen Schlafsack hin. Kalt, 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 kalt. Was fehlt? Wir sehen es nicht. Die Anzeige ist weg. Wird auf jeden Fall auch Zeit fürs Ausloggen jetzt hier. Ja, ja, guck mal, was ist, wir haben total die Lags. Wir haben auch keine Anzeige beim Schlafsack. Komm, hol noch ein paar Stöcke für den Fall der Fälle. Noch ein paar Stöcke, Stöcke. Oh, gar keine Ausdauer mehr. So, das reicht jetzt aber. Zurück. Sind wir bei 50 Minuten jetzt. Ich kann das Ding nicht fertig bauen, Leute. Doch, oh. Mann, oh Mann. Und auch gleich hingeschmissen vor lauter Müdigkeit. Okay, Lieben, jetzt aber wirklich. Wir müssen zum Ende kommen. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs Dabeigewesen, fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.